Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hand Showdown. Ich spiele zusammen mit Didgeridoo. Ja, moin. Sehe ich das richtig, dass wir beide eine Schrotflinte dabei haben? Ja. Sehr gut. Du das hast kann auch als einzige irgendwas auf langer Distanz. Also ich habe nur als eine Bornheim als Secondary. Okay. Also ich bin wirklich auf mittlere bis nahe. Ja, ja, das kriegen wir alles hin. Dann muss ich ja keine Gedanken machen. Guten Abend. Du hast die fertige Schuld in Klo. Ja, der rennt hinter dir her. Ich sehe es gerade, ja. Okay. Wo? Ach, da geht's rein. Und da wird schon geschossen. Ach, das ist hinten dran oder drinnen. Jo. Hast du dir Munition geholt? Ja. Die Bornheim hat doch hier immer dann ein weniger beim Nachladen. Ja, ja, du hast absolut recht. Ja, genau so mache ich es jetzt mit Spectre auch. Spectre. Ja. So, Kirsche. Und? Hier rechts oder waren wir das? Die Bälle, die geben doch immer mal so ein Jaulen von okay. sich. Ja, es war noch immer so laut. Teufel gibt's. Tudelu. Weißt du, nachts hatte ich schon so geile Aktionen, wo man irgendwie geil an einen ranschleichen konnte. Mhm. Aber nachts wirst du halt auch gerne mal so ekelhaft weggemacht. Ja, das gilt für beide Parteien, das stimmt. So schön erschießen? Ich erschießen. Ist halt nachts immer unter dem Aspekt schwierig, dass du halt ganz. Weißt du, was mich gerade. Weißt du, was mich gerade viel mehr stört? Dass ich gerade einen Anzeigebug hatte und die Waffe nicht über Kim und Korn gezielt hat. Und deswegen war der Emulator sehr nah dran, als er explodiert ist. Klappt das? Ja, ich hab mal diese Vierer-Mini-Pistole ausprobiert. Ja. Waren das Kopfschüsse? Darf ich im Quickplay noch? Jein, also ich hatte gedacht, ja, aber drei wären ein bisschen zu viel. Was ist hier ein Dicker? Ich bin beim Klo. Okay. Ja, ich mache trotzdem. Ach so, ja. Oh, jetzt rennt er weg. Oh Mann. Verschämt halt. Wichser. So, Docs als nächstes. Ja, ja, ich will ihn jetzt noch machen, der hat jetzt schon was abbekommen. Soll ich dir helfen oder kriegst du es hin? Ich würde ihn ja am liebsten im Nahkampf machen. Jawohl, sehr geil. Ich hoffe nur. Musst du denn auch fürs Buch im Nahkampf machen? Ich meine schon. Das ist eine der Sachen, die ich mir angeguckt habe. Haben bin gleich ich. Warte. Ich weiß nicht, ob ich gerade beschossen wurde. Was? Ich habe einen Schuss gehört. Bei mir hat's Blub im Wasser gemacht, als wäre der Schuss ins Wasser geflogen. Da vorne. Ja, ja, ich habe gerade das Mündungsfeuer gesehen. Ja. Also Stillwater Band. Sagen wir Hallo? Ja, würde ich sagen. Ja, unhöflich wäre nett, oder? Denke ich mir auch. Ich würde auch unterwegs hier zum Versorgungswagen hüpfen. Jo. Mir irgendwas wiederholen für mein Dynamit. Mhm. Oh, Sticky Bomb ist okay. Hinter uns wird gerade auch geschossen. Mhm. So auf einem Feld ist mit Shotgun schon ein bisschen unangenehm. Oh Gott, da vorne. Da vorne sehe ich einen.
Jetzt hat mich da eine Markierung, habe ich den Typ da mehr gesehen. Der ist da vorne. Ich gucke, ob ich irgendwie zu dem komme. Ja. Ich behalte das Tor im Blick, falls er wieder rauskommt. Ja. Der Schwarm hinter mir stört mich. Dann machen wir weg. Ja. So, jetzt sehe ich gerade nichts. Er ist hier bei mir. Nur einer? Ich sehe nur einen, ja. Aber der fetzt sich mit irgendwem. Hat er jemand getötet, weil die aufhören zu schießen? Hier liegt ein Toter. Ich glaube, der kommt her. Der kommt zu dir, ja. Wie kann er das überlebt haben? Das waren jetzt zwei Crown King Hits. Wie? Ich kann's dir nicht sagen. Stand hier am Zaun. Ich hab'n aber, der, also ich hab' mich von hier mit Spectre erledigt. Okay. Also, der hatte also nichts mehr. Der war hier am Tor. Und ich war hier im Feld. Ja, ich hab's gesehen. Also, die Frage, auf wen hat er geschossen? Das fragt man sich. Da vorne ist auch noch einer, wenn du looten willst. Hier liegt einer. Ich höre hier Steps. Also wir haben hier drei tote Jäger. Hier ist auch der Clou gemacht. Ich werde ihm schossen. Ich sehe ihn. Happen. Sehr schön. Okay, das ist der vierte. Hier ist auch Heilung, falls du brauchst. Nö. So, was hat denn der? Die Winfield? Ah, nee. Ich glaube, das war auch dein Glück, dass das die Winfield war. Ja, absolut. Da vorne kannst du jemanden töten, von den Waffen her. Warum soll ich jemanden töten von den Waffen? Verbrennen. Ach so! Ja, gut. Die Springfield schätze ich besser ein als die Winfield. Ja, zu spät. So. So, warte mal. Das waren jetzt zwei, drei. Und hier sind es vier Stück, hier sind es vier Stück. Okay. Alter. Dachte, ich werde nicht mehr. Ich gehe nochmal kurz zum Versorgungswagen wegen Muni. Kein Stress. Ein paar Mal zu viel geschossen. Wenn du eh hingehst, geh ich mit. Müssen wir uns halt aufteilen. Das war ich, sorry. Ja. Bei ihr geschossen. Das ist halt kacke, wenn man aus dem Quickplay was Gutes mitnimmt, dann kann man quasi nichts leveln mit den neuen Waffen, wenn man die Innere nicht freigeschaltet hat. Ja, das stimmt. Doch, die EP zählen trotzdem. Habe ich gelernt mittlerweile. Sobald du sie freigeschaltet hast, ist der EP-Balken angefangen. Okay, krass. Ja, jetzt ist die Frage, schmeiß ich eine Sticky-Bomb weg? Nee. Die ist eigentlich gut. Bevor ich erst eine Giftspritze oder sowas rauskrieg. Ja, das stimmt. Hast du die schon einmal benutzt? Jojo, am Anfang, aber hab ich halt gelernt, also ich hab mich dann entgiftet und dann kam die Spinne wieder und dann war ich dann auch wieder vergiftet. Ja. Also irgendwie. Ich hab zwischendurch mal so kleine Aussätze. Okay. Also sowohl Sound als auch kleine Lags. Uff, weißt du? Das ist gerade ganz komisch. Mhm. Und es häuft sich. Das ist schlecht, also wenn es zu viel wird, gehen wir einfach raus. Dann lohnt es nicht. Ne, aktuell geht's eigentlich noch. Zu viel wird's erfahrungsgemäß erst, wenn's wirklich wichtig ist.
Mhm. Das war ich. Okay. Alter, das sind ja viele Zombies. Ich glaube, die haben die Zombies klüger gemacht. Warum? Weil die Wege finden und suchen. So, der Clou war da hinten dran. Okay, also das heißt, wenn ich quasi jetzt die Bornheim benutze, kriege ich nachher die EP, wenn ich sie freigeschaltet habe. Ja, ganz genau. Was los? Dicke Scheiße, ich wollte doch nicht die Leiter hoch. Ah, ich wollte doch die Leiter hoch. Wenn du Heilung siehst, sag mal Bescheid. So, der Decke kriegt jetzt erstmal. Mhm. Glaubst du, dass ich halt einmal nach meiner Daily geguckt habe? Ich muss 5 Fleischköpfe töten. Ja, 2 sind gemacht. Dann tob dich mal weiter aus. Ja, wenn ich neues. Da hat jemand geschlagen. Oder warst du das? Nein. Der Clou. Nee, das war das wieder so. Ja, 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 ja. Oh Gott, triggert mich das. Viehzucht. Alter, ist jetzt mal gut hier. Mach den Immolator jetzt noch, bevor der uns das hinterher rennt. Ja. Weil die sind auf jeden Fall smart. Ja, die schlagen auch Türen ein, wenn es sein muss. So, warte mal. Wir haben jetzt, also mit uns sind 6, wo wir wissen, ich wäre gefährlich. Also sind es folglich 6, die noch gefährlich sein können. Mhm. Das sind mir tatsächlich 6 zu viel. Definitiv. Wie gesagt, die Sache mit der Heilung steht immer noch. Wenn du siehst, sag Bescheid. Ja, ja, klar. Guck jetzt erstmal, ob hier jemand ist. Nee, ist keiner. Sehr gut. Dann hier. Perfekt. Natürlich brenne ich jetzt. Wenn man sich heilt, während man brennt, hört die Verbrennung auf. Das ist nett von der Heilung. Hast du es gewusst? Jojo. Psycho Ghost hat man. Oh Gott, Alter, was geht denn hier draußen ab? Ich geh mal weil rein. Ja. Such mir mal hier drin eine Nahkampfwaffe. Es wäre bitter, wenn hier keine wäre. Das. Hier scheint keine zu sein. Das war du oder der Boss? Ich war das. Alter! Ja? Geht hier gerade absolut ab. Hier sind so viele Zombies. Ja, dann tob dich mal aus. Ah, ich hab eine Axt gefunden. Hier ist eine Kasse, wenn du magst. Sehr gern. Soll mal vorsichtig bleiben, wir hatten schon mal, dass wir sehr unvorsichtig waren. Ach Quatsch! Wo war die Kasse? Hier nicht drin. Doch, da vorne mit dem. Hier ist dann ein Hammer, wenn du magst. Wo ist die Kasse? Ach, da, da ist drin, ein Fenster! Ich hab das Fenster nicht gesehen, sorry. Ah ja. Ist der unten oder so? Ja, der ist unten. Ah, das ist interessant zu wissen. Mein Hammer, hier.
Natürlich geht er zuerst auf mich, hier ist eine Sackgasse. Da oben ist dann auch nochmal Heilung, wenn du brauchst. Ja, hab ich gesehen. Ach, das kann doch nicht sein. Das war aber der Batscher, oder? Ja. Keine Panik. Okay. Ich brenne nicht, oder? Nee. Brenn ich? Nee, alles cool. Warte. Kannst du was den Boss machen? Ja. Noch zwei Schläge theoretisch. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Ein Ding, du. Schau an direkt? Ja, bitte. Weil mittlerweile bringt es eh nichts mehr, das nicht zu tun. Hatte vorhin noch eine Runde. Was sind wir mit der Bounty echt schnell draußen gewesen. Ich glaube 9 Minuten hat die Runde insgesamt noch gedauert. Und da haben wir einfach mal 3 Bloodmarks und ich glaube $200 einfach nur für den Zeitbonus bekommen. Ach, für den Zeitbonus kriegt man auch Bloodmarks? Okay, das ist. Je nachdem wie früh halt. Also da wollte ich schon 3 und 2 bekommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich schock mich mal hier oben hin. Da kann man relativ viel abheben. Okay. Oh, hier hatte ich auch schon ein Schnellspiel gewonnen. Ja, hier bleibe ich. Mit einer ähnlichen Waffenkombination. Ich suche tatsächlich eigentlich gerade nur noch. Die Hühner sind aggressiv. Vor allem sind sie aggressiv. Ja. Nimm dir schon den Hühner in Acht. Ich weiß nicht, ob man von außen auch irgendwie unten rein kann oder ob man hier rein muss. Ach, du meinst unten, wo der Bastscher war? Mhm. Keine Ahnung. Irgendjemand in der Leiter geklettert, glaube ich. Boah, wo ist denn der Leiter? Vergiss es, hat's erledigt. War das Knacken von dem Metall bei den Hühnern. Okay. Ich finde es immer wieder phänomenal, wie lange diese Verbannung dauert. Och, naja. Obwohl es eigentlich nur 2 Minuten oder so sind. Mhm. Ja, ganz oft, wenn ich irgendwie mich mit Fallen auseinandersetze und irgendwelche Tripmines habe oder dann halt noch Bären fallen oder schieß mich tot so. Und dann ist irgendwie alles bereit und dann sind schon irgendwie 70%. Also irgendwie. Ich war eben der Meinung, dass irgendwo ein Tor aufgemacht wurde, aber ich hab's nicht gehört wegen dem Blitz von der Verbannung. Das einzige Tor, was ich sehe, war schon auf. Hier haben wir halt einen guten Alert mit den Hunden. Mhm. Geh schon mal vorsichtig wieder runter und ja. Hör dann auf.
Ja, also man kommt hier unten rein, aber durch diese Metalltür anscheinend nur. Da, im Südosten, einer. Weit weg? Das sind relativ, so mittellang würde ich sagen. Kann halt ein zweiter gewesen sein, der ein bisschen weiter weg ist. Mhm. Keine Ahnung. Wir könnten natürlich einfach versuchen, ganz kacken fest im Norden rauszukommen. Das könnten wir tun. Ah, Problem ist. Du dich selbst? Hä? Du bist dich selbst, ne? Ja, okay. Was bin ich? Die Steps. Ach so, ja. Hab's schon gehört. Problem ist halt, wenn die provozieren, dass wir nicht rauskommen und irgendwie auf Freischweitenbeschuss gehen, sind wir aufgeschmissen. Man kann da hinten nicht auch jemand rein irgendwo? Ne, doch nicht. Ja, also hier oben müssten es hier der Eingang und die zwei Treppen sein. Genau. Also Treppe, wie auch immer man das nennt. Ja, hier ist die Tür und da ist die Tür. Mehr ist es nicht. Übers Dach glaube ich auch irgendwie. Durch das Loch. Okay. Weil wenn sie Reichweiten starke Sachen haben, ist es halt eh kacke, wenn wir hier drin hocken bleiben. Ja, das stimmt. Reinkommen also, werden sie dann wahrscheinlich eh nicht. Eben. Soll ich gucken oder willst du nochmal? Oh, ich weiß es nicht. Ich guck nochmal. Ja. Hier ist noch einer. Wo? Die Richtung. Na? Ja. Könnte direkt vor uns auf dem Hof sein. Schieß da vorne mal auf den Fass. Sehr gut. Ich hab vorbeigeschossen. Okay. Da kommen Hunde auf den Hof gerannt. Ich bin auf dem Dach und wollte es gar nicht. Aber der andere war halt immer noch relativ weit weg. Aber die Hunde sind aggressiv auf uns, Tim. Ja, weil ich eben geschossen hab. Ich würde ja gerne mal gucken, ob der nah genug ist, dass wir ihn umpushen können. Mit Schrotflinte und so. Mhm. Ich guck jetzt einfach nochmal. Ach, das. Da wurde auf Fässer geschossen. Das bin ich. Mach nur, um sie weg zu haben. Ich glaube, der ist da tatsächlich da hinten dran. Wo hinten dran? Da, wo die Fässer waren, hinter der Wand in der Richtung. Hast du die Tür aufgemacht? Kommen wir her, ja, das bin ich. Um Verwirrung zu stiften. Ich geh noch mal hoch. War ich? Jo. Mhm. Ich mach mal unten Krach im Sinne von, ich mach die Tür auf. Ja. Also die Metalltür. Sind Verwirrung stiften. Ich weiß nicht, wie wir das am besten lösen. Weil auf offenem Feld sind wir halt echt. Ich würde gerne nah an einen ran, wenn der gerade hinterm Zaun oder so hockt. Aber jetzt sehen sie uns halt mit der Blitze. Mhm. Ich probiere was. Okay. Auf eigenes Risiko. Ja, aber dann lass uns wenigstens zusammengehen.
Ne, da hinten ist einer. Und der andere? Das ist immer noch der im Südosten, der so weit weg ist. Alles klar. Ja, komm, dann lass uns den jetzt hier umpushen. Gut ist. Und der kann da halt mitten in den im Feld oder so sitzen, hinter irgendeinem behinderten Baum. Ja, ja, und? Dann lass uns den noch machen. Weißt du, wo er ist? Irgendwo. Da vorne. Hat schon einen Hit. Noch einen Hit. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Tot. Schön. So, einfaches Ding. Ich werde beschossen. Heilen. Ich seh ihn nicht. Ah, da so, vorne. Wichser. Boah, wie ich hier nirgends durchkomme. So. Da vor uns einer. Ich sehe einen. Hab einen Hit. Also ich bin getroffen worden, nicht der. Ich heil mich gleich. Wie, Alter? Das waren zwei, drei Ding-Hits. Kann ich auch heilen? Ja, lass ihn kommen. Lass ihn aber den geschafft auszumachen. Das ist aber nur der eine. Muss nachmunitionieren? Ja. Hit mit Spectre auf Range. Komm, chill. Noch einen. Geiler Typ. Letzte Sekunde. Ich sehe niemanden mehr. Ja. Lebel. Darf ich ihn nehmen? Willst ja, den klar. King dafür? Oh ja, sehr gern. Ja, viel Spaß. One Aim hab ich. Oh, das 100 Dollar. Halt sehr unsportlich mit dem Molly, das gebe ich zu, aber. Was ey, heißt unsportlich? Naja, ich find's auch immer kacke, wenn ich so instant angezogen bin. Ja, und? Fragt uns irgendjemand? Ich würde sagen, wir gehen einfach raus, bevor hier noch irgendjemand kommt. Ja, ja, natürlich, klar. Ich hab gehört, sowas kann richtig scheiße enden. Ja, vor allem habe ich jetzt mit dem auch noch vier Schüsse. Der hat eine Level und hat's halt gemacht auf die Entfernung. Ich heile mich auch einfach nochmal voll. Scheiß aufs Medikit. Ja, ich habe auch noch vier Schuss mit der Level und mit der Bornheim jetzt auch nicht mehr so viel. Ja, ja, das. Sehr, sehr schön. Sollte reichen. Denke ich doch auch. Dann war das aber der aus dem Südosten oder was? Das müsste, muss der gewesen sein, ja? Also irgendwie. Ich bin bei Hand nach wie vor nicht. Du hast geschossen. Ja. Oh Gott. Vor, nicht sicher, wie man das am besten löst. Was? Labs? Ja, 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 ja. So. Da waren ein paar Fackelzombies, das war gerade unangenehm. Okay. Bleibt man zusammen, geht man auseinander. Man kann halt viel machen, wenn man es ordentlich, entweder wenn man es ordentlich macht oder wenn einem das so ein bisschen in die Finger spielt oder wenn die Gegner Scheiße bauen oder so. Das sind so viele Faktoren, du kannst halt pauschal sagen, zusammenbleiben ist besser oder trennen ist besser. Hast du noch eine Sekunde? Nein. Okay. Okay, ist nicht blockiert, von daher. Nö. Ja. Geile Runde. Wollte gerade sagen, was waren das jetzt, sechs Leute? Mich halt jetzt mal wieder interessieren, wo die letzten vier waren. Zwei oder drei auf dem Almenhof? Genau, vier auf dem Acker. Nee, zwei haben wir jetzt hier gemacht. Auf dem Acker waren schon zwei tot. Da haben wir, glaube ich, die anderen zwei gemacht. Und hier ja, zwei. Genau, ich glaube, wir haben vier. Ja. Ja, wir haben vier getötet. Ich rede nur, wie viel. Ach so, ach so, ach so, ach so. Ja. Kann mich schon wieder interessieren, wo der Rest ist. Das finde ich cool. Das mag ich wirklich sehr. Ja, gut, wir waren relativ schnell. Ne, waren wir auch nicht. Wir waren auch nicht unbedingt schnell beim Boss. Ich weiß es nicht. Ne, ne, ne. Es geht ja nur darum, wenn du das Bounty schon hast. Die ach Zeit so. Danach. Ja, ja. Das soll halt diesen Kämpfen so. Mit dem Bounty halt vorbeugen. Sprich, wenn du das Bounty aufgenommen hast, ab dann, meines Wissens, also steht dabei Remaining Mission Time, die Zeit kriegst du quasi umgerechnet in Bloodmarks oder Dollar.
So, ich hatte auch schon Rundenabschnitt 90 Dollar bekommen, keine Blattmarks, weil es halt länger gedauert hat. Ja. Ich weiß nicht, wie es ist, ob, also quasi, wenn der Boss schon verbannt ist, ob es dann auch nur schon zählt, keine Ahnung. Ja, aber restliche so Rundenzeit heißt für mich eigentlich restliche Rundenzeit und nicht nur, wenn man das Bounty hat. Weil nee, kann ja drüber. Ja, warte, ich lass gerade die EP hochrattern. Okay. Das ist immer, das gibt mir immer so ein befriedigendes Gefühl, wenn ich sehe, wenn es dann aufhört. Ja, aber ich bei mir lädt es ja alles ein bisschen schneller. Nee, also das steht oben drüber, meine ich Bounty Extraction Time, irgendwas. Ich guck gleich. Nochmal. Ja. Boah, jetzt fehlen mir noch 4 Blutmarken, da habe ich die 500 wieder. Und denk vor allem an deinen Balken. Nee, wir haben Verband, vergiss. Wir haben Verband, jetzt muss ich aber auch mal überlegen. Ich hatte nur im Kopf, dass du tot warst, aber klar. Zeitbonus für Trophäen extra. Ah, okay, genau, tatsächlich. Trophäen. Okay, alles klar. Sorry, ich habe ganz vergessen, das noch aufnehmen. Ja, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Falls nicht, dann sagt mir bitte warum. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal bei Hand Showdown. Haut rein. Ciao.